Freunde der Sonne, es ist wieder soweit. Wir sind offensichtlich in Ark drin und wir sind noch auf The Island und das ist Ark Storytime. Mein Name ist Nico der Profi und wenn ich sage, wir sind noch auf The Island, dann hat das einen Grund. Und zwar habe ich jetzt hier in den Orbit quasi ein paar Sachen reingepackt, die wir so mit rübernehmen werden. Rübernehmen bedeutet, wir gehen jetzt gleich auf Scorched Earth. Das heißt, tatsächlich wird die nächste Map in Ark Storytime angefangen. Also, das sind so ein bisschen die Sachen, wir haben hier in Argentaris. Wir haben hier ein paar Tech-Geräte. Tech ist es nicht, es ist Industrie. Und ja, Kreaturen sind zwar welche drin, nehmen wir aber nicht mit drüber, weil wie ihr vielleicht seht, das ist alles hier ein bisschen anders. Das ist alles leer. Hier ist nichts mehr und das liegt daran, dass wir sind auf der Konsole. Aus verschiedenen Gründen. Deshalb machen wir jetzt Folgendes. Ich habe meinen Überlebenden zwar, ja, also wir fangen hier nicht auf Level 0 an. Also, in der Regel kann ich mich doch eigentlich hier hochladen. So, könnte ich jetzt bitte da in das Menü reinkommen? Ich möchte meinen Überlebenden hochladen. Das kann nicht sein, dass ich jetzt hier immer... Jetzt bin ich unten. Jetzt bin ich oben. Da ist es. Überleben hochladen. So, wir können jetzt unseren Überlebenden hier auswählen. Runterladen. Ich glaube, wir gehen tatsächlich in die Midlands 4. Das ist erstmal das easy. Also, Midlands 4, weil irgendwo da ist, da ist der erste Orbit. Da ist der zweite Orbit. Sehr, sehr nah dran. Das ist Kaktus. Das tut doch bestimmt weh, wenn ich da reinhau. Oder auch nicht. Wir nehmen mal Kaktussaft mit, weil ich befürchte, dass wir den Kaktussaft bräuchten, um... Wir brauchen den bestimmt, um was zu trinken, weil es ist ja sehr heiß drin. Und ich würde sagen, wir geben... Oh, was ist denn das? Da fliegt was. Naja, wir begeben uns mal Richtung Orbit, weil da sind ja die Sachen drin. Und es bringt uns absolut gar nichts, weil da sind nur die Bauobjekte drin und noch keine Dinos. Denn ich wollte keine mitnehmen, die wir nicht tatsächlich gezähmt haben. Wir zähmen uns das dann neu. Auch hier ist Kaktussaft drin. Ich habe gar keine Rezepte gelernt. Ich habe wirklich noch 5000 Erfahrungspunkte, beziehungsweise ja, Levelpunkte, beziehungsweise Skillpunkte. Wie nennt man das hier für diese Hand? Das ist ein Para. Sehr schön. Und ein Dödi direkt. Das ist sehr gut. Die bräuchten wir eigentlich. Hallo. Entschuldigen Sie bitte. Wer sind Sie? Wasser-Jug-Bug. Oh, nice. Wir können Wasser trinken davon. Das ist ziemlich cool. Tech-Para. Könnte es unser nächster Günther sein? Man weiß es nicht. Noch mehr Dödis. Sehr viele Dödis hier. Holy, was bist du denn? Dachte für einen kurzen Moment ein Spino, aber... Hui. Ja, denk ein Wolf oder was? Da habe ich jetzt mal gar keine Zeit für. Okay, ich habe gerade 72 Kaktussaft konsumiert. Das hat genau gar nichts gebracht an Wasser. Hier ist direkt ein Metallvorkommen. Das ist gut für uns. Das ist aber gut, dass wir Metall hier direkt haben. Das heißt, es könnte vielleicht sogar schon heute was gezähmt werden. Warte mal, da war doch irgendwas Großes gerade, oder? Ja. Ja, das ist aber okay. Oh, ich drohe zu verdursten. Das ist nein. Au. Verdammt, ich wollte nicht da reinspringen. Wer weiß denn, was hier drin ist, verdammt nochmal. Klassischer Anfängerfehler. Warte, was? Ich habe gerade Siliziumperlen hier aufgesammelt, so viele? Das sind Siliziumperlen. Ja, wie OP ist das denn? So, wir haben zumindest mal einen Speer, der auch nachlädt. Und der sieht hier auch aus wie Santiago's Speer. Und eine Axt haben wir auch. Dieser nice aus. Santiago's Axt. Jetzt können wir vielleicht mal die blöden Viecher platt machen, die mich lieber angegriffen haben. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Zack. Entfort mit dir. Sehr nice. Wir haben Zugriff auf unsere ganzen Geschichten. Rüstung habe ich doch reingelegt. Wir können mal eine Feldflasche mitnehmen. Und eine Ghillie-Rüstung hatten wir drin. Das heißt, damit sollte es theoretisch, ich glaube, die sorgt dafür, dass es ein bisschen kühler ist. Kann ich mich auch täuschen. So, ich habe ein paar Engramme gelernt, weil, wie gesagt, ich habe gar nichts gelernt. Aber wir haben ja gesehen, dass wir hier Metall haben. Davon holen wir jetzt ein bisschen was. Oh nee, das ist nicht gut. Der macht, glaube ich, Stress. Und wir haben aktuell noch kein Fernglas. Ich kann nicht gucken, welches Level der ist. Das ist hier auch noch ein Raptor. Das ist doch nicht gut. Da hinten ist er. Ich habe leider noch kein Leder, um jetzt Bolas herstellen zu können. Das ist ein Problem, sonst könnten wir den leicht trappen. Aber wir suchen es einfach mal gegen den Raptor. Jetzt kommt er. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das erste Leder ist somit auch da. Nein, jetzt ist hier ein Terrorbird gespawnt. Was ist das denn? Bin überladen und wir haben Terrorbird. Was ist das denn jetzt im Wasser? Es wird nicht leichter. Bin unentschlossen, ehrlich gesagt. Ich bin natürlich geneigt, jetzt hier noch zu bleiben, weil einfach hier der Ort ist, wo wir die ganzen Sachen rausbekommen. Wir können die zwar alle noch nicht nutzen, weil wir natürlich Benzin brauchen und hast du nicht gesehen, um das alles eben hier bewerkstelligen zu können. Oh, da geht's doch jetzt los. Der Gallimus gegen... Oder Gallimus, was weiß ich, wie der heißt. Vielleicht können wir den... Oh, der ist aber fies drauf. Alter! Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Mach ihn tot. Ich hab's geschafft. Wie das? Ich hab gar nicht mehr geschlagen. Level 80. Alter. Eieiei, das steckt mir noch in den Knochen. Das erste Metall wird geschmolzen. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt.
glaube ich. Und wir haben doch schon vorhin ein paar Ras gesehen. Was ist das da? Ein Iguanodon. Tatsächlich. Da habe ich eben noch gerade dran gedacht. Das wäre mega cool, eins zu haben. Wir müssen uns vor einem der erste Sandsturm. Ich muss mich davor schützen. Ich soll irgendwo reingehen, aber das geht nicht so gut. Wir haben noch keinen drin. Ich hoffe, das geht schnell vorbei. Ausdauer ist komplett unten. Wir können hier gar nichts machen gerade. Ja, nice. Ist vorbei. Ich hatte mich ausgelockt, um zu gucken, was die Zähm-Einstellungen hier sind bei mir. Wie lange das dauern würde, theoretisch. 10. Level 10. Könnten wir packen. Ohne Pfeil und Bogen. Nur mit einer Bola. Und einem Knüppel. Da könnt ihr euch mal bitte ein bisschen da auseinander. Ich brauche den Iguanodon alleine. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh, der ist sauer. Der haut ab. Ah, er hat auch den Buff drauf. Er kann auch nicht wieder. Jetzt aber. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nawohl. Das waren aber mehr als 18. So, Mechus rein. So, jetzt wird es nämlich schon interessant mit dem Pfeifen auf den Konsolen, weil bisher gefällt es mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Pfeifen. Einer folgt. Das bist du, Mignon. Komm mit. Ah, nein, 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 nein. Ey, ey, Kollege, 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 Level 90. Was? Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir aber ran da. Jetzt haben wir ein Problem. Aber was für eins? Ich bin tot. Level 90. Hier ist meine Ausrüstung. Wo ist der Iguanodon? Ich habe keine... Da ist der Kraposuchus. Es sind zwei davon da jetzt mittlerweile. Nice, nice. Einfach nur GG. Warum tun die sich gegenseitig nichts da unten? Was soll das? Das finde ich nicht gut. Jetzt. Und der Terror wird hinter mir her. Nice. Komm her. Dann, du willst kämpfen? Das ist kein Problem. Ich mache das mit den Fäusten. Er trifft mich nicht, aber ich treffe ihn. Vielleicht habe ich glücklich noch hinaus. Er trifft mich. Er haut ab. Er haut doch nicht ab. So. Halt mir aber. Level 15. Ja, warte kurz, bis ich meine neue Keule habe. Das ist gar kein Problem. Los, mach schneller. Schneller, 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 schneller. Danke. Mit Level 10 Iguanodon gelegt bekommen, krieg ich auf dich gelegt. Verdammt nochmal. Das war aber nicht gewettet. Klippo, Klippo, Klippo. Alles, was ich wollte, war ein Para für Gewicht zum Schleppen. Ein Iguanodon, damit wir ein bisschen die Gegend erkunden können, weil der ziemlich schnell ist und es darum eigentlich nicht so viel passieren kann. Jetzt ist hier ein Thorning Dragon und natürlich ein Sabertooth und die greifen sich natürlich gegenseitig nicht an. Weil man denkt sich in Ark einfach, hey, wir sind beide böse. Lass uns zusammen chillen. Gave a drop. Nee, jetzt mal nicht. Mach mal nicht jetzt. Ach, natürlich steht er genau davor. Camper, nimm doch das Inventar auf. Nimm doch das Inventar auf. Es dauert zu lange, hier rüber zu gehen. Es sind zwei, was? Hahaha. Ganz genau so sieht's aus. Jetzt laufe ich weg. Ich will mal Metall haben. Das ist mein einziges Ziel. Den gelben Drop vielleicht da oben. Taktik ist folgendes. Das sind hier Raptoren. Ich muss da rein, da wieder raus. Okay, okay, okay. Guck, 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 guck. Und whoop. Minimaler Schaden. Kein Problem. Metall, Metall. Nur Metall, kein Holz. Oh, Jesus, was ist denn mit dir los? Gönn, gönn. Och, nein. Ja, das kannst du vergessen, Freund der Sonne. Gönn, geh rüber, geh rüber, geh rüber. Ist mir egal. Ich muss hier nur weg. Ich muss in die Nähe vom grünen Orbit. Wolfi, du bist mir egal. Was ist denn das? Nein. Das ist doch ein... Nein. Ja gut, da sind aber die ganzen Hyänen noch. Die habe ich gerade jetzt entgegenzusetzen. Vielleicht ein paar Dinos, ne? Weil so ein Dino, dann machen die gar nichts mehr. Ey, was ist denn mit euch? Lauf doch einfach. Seit wann machen die denn solche Attacken? Ich würde sagen, das wird heute nichts mehr, aber nächstes Mal machen wir genau da weiter. Da wird das Ziel sein, erstmal das Zeug wieder zu holen. Dann starten wir nochmal neu. Ich muss natürlich auch wieder ein bisschen reinkommen. Ark hat uns auf jeden Fall wieder herzlich willkommen geheißen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Achso, und lasst ein Abo da, ne, falls ihr mehr sehen wollt. Tschüss.